Ja, hallo meine Lieben, schön, dass du hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Impulsvideo wohlgemerkt, maximal 3 bis 4 Minuten. Ja, los geht's! Im Winter kommt ja meistens plötzlich der Schnupfen, der Husten, die Heiserkeit, Grippe und ähnliche Symptome, was ja eigentlich sehr spannend ist. Klar gibt es auch die Sommergrippe, es gibt auch den Sommerhusten und eben auch den Schnupfen. Doch warum ist es eigentlich so ganz normal, dass wir, sobald es etwas kälter wird, alle diese Symptome, wie eben gerade beschrieben, bekommen und sie dann einfach so akzeptieren? Es steht ja der Winter vor der Tür und deshalb ist es klar, dass ich eben Grippe und Erkältungen bekomme. So ist offensichtlich unsere gängige Überzeugung. Doch gehört die Erkältung nun wirklich nur in den Winter oder eben nicht? Oder hat es eben was mit der Kälte zu tun? Das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine lieben Freunde, hat die Erkältung nun direkt mit der Kälte zu tun? Ja oder nein? Großes Fragezeichen. Gleich mal vorweg, primär einmal nicht. Wir glauben jedoch, dass es mit der Kälte zu tun hat, weil wir bei einem Erkältungsvirenbefall meist auch frösteln. Das heißt, es ist uns kälter als sonst. Das hängt jedoch damit zusammen, dass bei einem Virenbefall eben das Immunsystem hochfährt und die Temperatur bis hin zu Fieber eben erhöht. Das gelingt, indem es die Energie bzw. das Blut zum Beispiel von der Haut und den äußeren Extremitäten zu den inneren Organen bringt. Die Energie geht nun im Hautbereich einfach ab, weil eben der äußere Bereich einfach schlechter durchblutet ist und uns ist eben dadurch kälter. Die tatsächliche Ursache einer Erkältung ist also der Virenbefall, der mit der Kälte primär nichts zu tun hat und eben nicht die Kälte, meine Lieben. Indirekt hat die Kälte dann wohl schon auch mit der Erkältung zu tun, weil eben durch die äußere Kälte die Blutgefäße verengt werden, so die Annahme eben. Dadurch natürlich eine schlechtere Durchblutung vorherrscht und nicht genügend Immunabwehrzellen dahin kommen, wo sie eben hinkommen sollten, wo sie dann gegen die Viren und Bakterien vorgehen können. Ein weiterer Grund könnte eben auch sein, dass durch die kältere und meist eben auch trockenere Luft eben unsere Mundschleimhäute austrocknen. Dadurch können sich die Flimmerhärchen, welche sich ja in der Mundschleimhaut befinden und die immer feucht sein sollten, da können Erregerstoffe einfach nicht so leicht nach außen abgewehrt, abtransportiert werden. Also doch eher krank bei Kälte, nochmal Fragezeichen. Jedoch, die Viren müssen einfach mal da sein. Wie gesagt, das hat mal mit der Kälte nichts zu tun und die sind eben nicht vermehrt, nur weil es kalt ist. Luftbefeuchter in dem Fall in den Räumen und einfach mehr Wasser trinken als sonst kann ausgetrockneten oder austrocknenden Mundschleimhäuten einfach mal entgegenwirken. Ja, meine Lieben, das sind die Gründe, warum wir überhaupt erkältet werden, Schnupfen, Husten und Heiserkeit bekommen und dass das nicht unbedingt etwas mit der Kälte zu tun haben muss. Es ist auch natürlich wichtig, dass wir die Unterschiede kennen, dass wir vom Warmen ins Kalte rausgehen, damit eben unser Immunsystem hier stärker werden kann, damit sich unser Immunsystem einfach damit messen kann. Ja? Das Immunsystem wird eher schlaff und schlappig, wenn wir uns nur noch in warmen, kuscheligen Räumen aufhalten würden, ja, meine Lieben. Das macht einfach auch Sinn. Also die Kälte nicht unbedingt meiden, wie ihr jetzt einfach erfahren habt. Ja, was du nun ganz einfach gegen die Erkältung tun kannst, erfährst du in einem der nächsten Videos. Und bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund oder wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet auf jeden Fall gesund. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wisst ihr, schaut euch die Videos an, die Tipps, die hier auf YouTube einfach in Unmengen einfach hier vorherrschen. Gesund werden ist einfach das Wichtigste. Schau auf meine Webseite bewusstgesundgeosixlebensmut.at, lass einen oder mehrere Daumen hoch da, abonniere natürlich auch den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast und drücke aufs Glöckchen, damit du einfach immer über die neuesten Videos informiert wirst. Und schreib deine Meinung in die Kommentare. Also, wir sehen uns gleich oder bald wieder beim nächsten Video. Ich habe euch lieb, euer Geo. Baba, ciao, tschüss und Servus.